Hallo, ich habe gerade eine Idee im Kopf und das hat was mit diesen Blumen zu tun. Und ja, mich inspirieren Blumen sowieso. Und das möchte ich kombinieren mit dem Alu, mit der Alufolie von letzter Woche. Also eine Mischung. Ich möchte auch Türkis haben heute. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Also wir brauchen erstmal nur einen Borstenpinsel heute. Und weiße Acrylfarbe, das tropft hier schon so schön. Ja, das kannst du einfach erstmal hier so links auftragen. Dann kommt ein schönes, kräftiges Rot dazu. Ich schreibe dir das auch wieder unter das Video, was für Farbtöne ich genommen habe. Ich das jetzt hier weiter streiche, dann siehst du schon, was passiert. Wir haben hier wieder eine Farbmischung. Ja, das ergibt ein schönes Rosa. Voll die schöne Abstufung hier, drei Nuancen, eine Farbe, einmal weiß und schon hast du drei Farbtöne. Und der nächste Farbton dazu, oh, wie die Tulpen, ne? Jetzt mit dem Weiß vor allen Dingen. Kannst du hier schön verstreichen und kann sich auch vermischen, dann kann nochmal wieder ein Farbton entstehen. Ja, wir brauchen wieder eine Klebefläche. Wenn du das letzte Video gesehen hast, weißt du warum. Und das ist doch hier auch schon wieder eine schöne Übung für dich. Also Farben mischen liebe ich. Und ja, das kannst du hier toll dran ausprobieren. Nimm wieder deine Reste von der Schokolade, von irgendwelchen Verpackungen, die Aluminiumfolie. Wieder schön randrücken in die nasse Farbe. Gibt auch immer tolle Muster, probier das aus. Das hast du wieder fürs nächste Bild auf dem Kopf. Also experimentiere hier ruhig rum, hab ein bisschen Spaß. Und ja, schnibbel dir die so zurecht. Wenn du nicht so viel Folie hast, zerreiß die einfach. Wir brauchen nur ab und zu mal ein bisschen Alufolie. Nimm einfach deinen Teigschaber. Heißt das tolle Zauberwerkzeug aus der Küche und drückt damit die Folie dran. Genau, und falls du nur Profimaterial hast, nimm deinen Teigschaber. Nein, dann kannst du natürlich das auch mit dem Palettenmesser machen. Sehr gut. Das zeige ich dir auch gleich nochmal. Also mit dem Palettenmesser kannst du deine Alufolie genauso randrücken. Nimm wieder so ein kleines Schnippelchen, drück das in die nasse Farbe, zieh das ein bisschen glatt, aber gar nicht zu glatt, damit du auch noch ein paar Falten drin hast. Genau. Wow, was für eine schöne Farbkombi, oder? Das sieht doch jetzt schon toll aus. Das inspiriert mich gleich wieder zu den anderen neuen schönen Bildern in der abstrakten Malerei. Jetzt habe ich aber einen Plan. So, ich habe das jetzt geföhnt und ist trocken und wow, toller Effekt, oder? Jetzt schon, also hier diese Farben und kleinen Knitterlinien, die hier wieder so drin sind. Ja, ich habe eine Idee und ich male das jetzt blau über. Jetzt dürfte dir das gleich bekannt vorkommen. Ich arbeite ja hier auf etwas hin und ja, die Technik kennst du schon aus ganz vielen Videos. Ich möchte jetzt heller werden, also noch ein bisschen pastelliger. Nimm einfach das Weiß dazu. Alles abgedeckt und jetzt einfach mal ein bisschen nass. Lassen wir es mal laufen. Jetzt kannst du es gut sehen, was passiert. Hier siehst du, die Alufolie
kommt wieder zum Vorschein, der Untergrund. Nee, aber habe ich jetzt hier nicht liegen. Den kannst du auch nehmen. Aber genauso gut eben den Spachtel. Was rumkritzeln, Kreise, ein paar Linien. Daraus entsteht dann sowas wie Blütenblätter. Du kannst unsauber arbeiten, das müssen keine perfekten Blumen sein. Also deswegen möchte ich es dir heute nochmal zeigen. Blüten, abstrakte Blüten, das können einfach so kreisende Formen sein. Und du zeichnest dir das einfach einmal vor. Also machst dir quasi so eine Skizze hin. Und die Linien bleiben ja auch sichtbar. Und das ist so das Schöne, da kommt der Untergrund wieder zum Vorschein. Es sind schon recht viele bunte Blütenformen drauf. Und ja, jetzt setze ich einfach nochmal ein paar Formen mit dem weißen Stift hier dazu. Und so füllt sich ja so ein Blütenmeer. Auch hier, das müssen keine perfekten Blumen sein. Es können so Kreise über Kreise sein, die unförmig sind. Und das ist das Schöne hier an der abstrakten Malerei. Mir ist hier gerade die weiße Farbe auf meinem Fensterwischer, meinem geliebten Werkzeug, getropft. Und da dachte ich, na egal, dann benutze ich es jetzt einfach als Palette. Und mal, oder ja, nehme einfach die Farbe auf und vermale die. Und da kannst du auch einfach so die Linien so ein bisschen nachziehen. Und es muss auch nicht ordentlich sein, das ist ja das Schöne. Verarbeite die einfach. Das Rot vom Untergrund nachziehen. Es darf sich auch vermischen, dann entsteht ja wieder eine neue Farbe. Die Stelle auch noch mal ein bisschen dunkler, ist mir hier noch zu hell. Also da unten kann ruhig noch ein bisschen was Dunkles dazu.
jetzt siehst du das, was ich gemacht habe, nämlich das ist ja so ähnlich wie das Cover des Buches. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Selbermalen. Greif einfach zu deinen Werkzeugen. Wenn du kein Goldpapier da hast, nimmst du halt das Silberpapier. Also es gibt keine Ausrede. Du fängst jetzt an und machst dein Blumenbild heute für dich. Nur für dich. Okay, viel Spaß dabei. Tschüss. Ich habe gerade die Werkzeuge sauber gemacht und die Sonne scheint. Ich freue mich. Dabei sieht das Bild dann natürlich auch wieder nochmal anders aus. Also diese Lichtreflexe tauchen dann so auf und verschwinden wieder. Und ja, du kannst es so leicht und flockig einfach machen und es muss nicht so genau sein. Und das ist das Schöne an dieser Malerei. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Abo, danke für dein Like und herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Tschüss! Ja, diese japanischen Seerosen, die findest du auf Seite 46 in dem Buch. Und da habe ich sie auf Gold gemalt und heute hier auf Silber. Und funktionieren tut es genauso. Ja, und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ich habe es nochmal ein bisschen anders gemacht, stimmt gar nicht. Ich habe ja da auch oft in dem Video habe ich anders gearbeitet. Hier heute habe ich anders gearbeitet. Das ist vielleicht nochmal so der kleine Unterschied. Ansonsten habe ich keinen schwarzen Fineliner benutzt, aber den weißen. Ja, das habe ich dir auch alles wieder unter das Video geschrieben. Da findest du die Materialliste. Da schau einfach nochmal hin. Also schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich freue mich, dass wir so eine tolle, wachsende Gemeinschaft hier sind und uns gegenseitig bereichern, besonders im Chat. Das macht immer viel Spaß. Und vielleicht bist du nächsten Sonntag ja auch live dabei. Ich freue mich. Mach's gut. Tschüss.